In der Kategorie Vision werden Webvideos ausgezeichnet, die Zukunftsvisionen und neue Lösungsansätze der aktuellen Forschung für bestehende Herausforderungen aufzeigen. Okay, vielen, vielen Dank. Das kommt unerwartet. Ja, danke schön. Ich war ja in einer Vertical Farm in Aachen und das Interessante ist, da waren zwei Farmen. Das war einmal die günstigste und die modernste, also zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Und was ich da so spannend fand, war, dass daran geforscht wird, wie wir uns in Zukunft ernähren können und dass da einige Leute wirklich sehr, sehr smarte Ideen anwenden, um das voranzutreiben. Nur mal so als kleines Beispiel, die nutzen die Gravitation, also indem die Pflanzen herumfahren und die teilweise schräg hängen, um das Wachstum zu beschleunigen. Und das fand ich dermaßen faszinierend. Und da habe ich wieder gemerkt, wie toll einfach Wissenschaft ist und wie toll es ist, dass Menschen sich so intensiv mit solchen Themen auseinandersetzen. Es gibt so viele Themen, die zukunftsweisend sind. Also ich glaube, so eines der ganz zentralen Themen, die uns jetzt gerade alle betreffen, ist natürlich das Thema Mobilität. Da bin ich gerade dran, zu schauen, ja, wie ist das eigentlich Wasserstoff? Man sagt ja immer Wasserstoff versus E-Auto und ist es so smart, das gegeneinander auszuspielen? Hat nicht jedes irgendwie seine Vor- und Nachteile und muss man das nicht so ein bisschen differenzierter betrachten? Das ist gerade ein Thema, wo ich dran bin, was ich sehr spannend finde, aber es gibt so viele Dinge, die spannend sind, mit denen wir uns momentan auseinandersetzen müssen und dürfen auch. Und deswegen, ja, also, aber Mobilität ist gerade so eines der aktuellsten, würde ich sagen. Immer, klar. Also jetzt nur mal das Beispiel nochmal mit dieser Vertical Farm. Ich habe ja schon gesagt, das eine ist die modernste, die auch sehr, sehr teuer ist, die auch ganz tolle Funktionen hat. Das andere ist eine Vertical Farm, die aus einem Garagentor gebaut wurde von dem Simon Vogel, dem Entwickler dieser Anlage. Und da finde ich, hat sich gezeigt, dass jemand gesehen hat, wir haben ein Problem, wir müssen ganz viele Leute ernähren, wir haben gleichzeitig den Klimawandel, Dürre und sowas und ist hingegangen und hat eine sehr smarte Lösung dafür gefunden. Und das sind Chancen. Vielen Dank.